Herzlich willkommen zu diesem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Wollt ihr wissen, wie man Trauben in Spitzenqualität ganz ohne Pflanzenschutz produzieren kann? Wir zeigen euch, wie es geht. Das Stichwort, um das es sich heute dreht, das ist PV. PV ist die Abkürzung für pilzwiderstandsfähig. Solchen Sorten, PV-Sorten, denen gehört die Zukunft im modernen Weinbau. Kein Winzer betreibt gerne Pflanzenschutz, ein Gärtner sowieso nicht. Und nur durch pilzwiderstandsfähige Sorten kann man auf diesen großteils oder manchmal sogar ganz verzichten. Die wichtigsten Pilzkrankheiten, gegen die man behandeln muss im Weinbau, das sind einerseits Peronospora undoidium, das ist der falsche und der echte Mehltau, und Botrytis, das ist eine Fruchtfäule. Wenn euch das Thema Krankheiten bei Weintrauben und speziellen Pilzkrankheiten sehr interessiert, dann schreibt es mir das einfach einmal unten in die Kommentare, dann drehen wir zu diesem Thema ein eigenes Video, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Heute soll es wirklich um diese neuen Sorten gehen, und das sind einerseits der Donauweltliner, der Donauriesling, der Blütenmuskateller und der Pinot Nova, ein neuer Burgunder. Die erste Sorte, die ich euch jetzt etwas genauer vorstellen möchte, das ist der Donauriesling, und vor so einem stehe ich auch jetzt gerade. Der Donauriesling, der wurde von meinem ehemaligen Weinbaulehrer Dr. Regner, Ferdinand Regner, gezüchtet. Er reift bei uns hier im Weinviertel etwas früher wie der klassische Riesling, Rheinriesling, den ihr sicher kennt. Er ist aber lockerbäriger, die Beeren selbst sind nur klein bis mittelgroß, was ich als großen Vorteil erachte, weil ihm das auch sehr botrytisfest macht. Also dieses Traube ist definitiv nicht botrytisanfällig, auch wenig anfällig nach Regen, weil die kleinen Beeren nicht so stark zum Platzen neigen wie großbärige Sorten. Der Donauriesling ist außerdem auch Peronospora und Oidium resistent, hat eine gute Winterfrosthärte. Das kann man auch hier im Holz sehr schön sehen, dass man Ende August eigentlich schon eine spitzen Holzreife hat. Die Weine des Donauriesling, die würde ich als ähnlich lagerfähig wie die des Riesling beschreiben, ganz einfach, weil die Traube auch bei der frühen Reife noch eine sehr angenehme Säure mit sich bringt, die die Traube ganz einfach wirklich fruchtig und aromatisch macht, und das spiegelt sich dann auch im Wein wieder. Neben der guten Winterfrosthärte ist bei dieser Sorte auch eine sehr hohe Trockenheitstoleranz zu erwähnen. Diese macht sich jetzt vor allem in trockenen Sommern und auf kargen Böden bemerkbar, wie einem, auf dem wir hier gerade stehen. Und man sieht, die Trauben haben trotzdem eine Spitzenqualität. Die nächste Sorte, vor der wir jetzt hier stehen, das ist der Blütenmuskateller. Den Blütenmuskateller, den möchte ich jetzt für euch mit dem gelben Muskateller, den sicher die meisten von euch kennen, vergleichen. Diese Sorte hier ist eigentlich in Russland gezüchtet worden, ist aber dann wiederum von meinem ehemaligen Weinbauprofessor, Professor Regner, neu selektiert worden am Götzhof. Der Blütenmuskateller ist im Vergleich zum gelben Muskateller deutlich pilzwiderstandsfähiger, hat eine sehr gute Botrytis- und Peronospora-Resistenz, auch eine gute Oidium-Resistenz, ist deutlich winterfrosthärter, im Ertrag etwas höher. Das Aroma vom Blütenmuskateller, das ist noch vielschichtiger, weil es eben kein reines Muskataroma ist. Der Blütenmuskateller bringt, wie der Name schon sagt, auch wirklich noch viele verschiedene interessante Blütenaromen mit, die sich dann auch in der Weinqualität widerspiegeln. Der Blütenmuskateller selbst, der kann sehr, sehr hohe Zuckergradationen erreichen. Wir haben jetzt Ende August in einem von der Vegetation her durchschnittlichen Jahr, von der Reifezeit her durchschnittlichen Jahr. Diese Sorte wurde heute bereits zum Teil gelesen und hatte da bei 18 Grad Klosterneuburger Mostwaage, das sind rund 90 Öchsle, das ist also für diesen Reifezeitbereich ein extrem hoher Wert. Was trotz dieser hohen Zuckergrade aber total bemerkenswert an dieser Sorte ist, dass sie trotzdem noch immer eine angenehme Säure mitbringt, deswegen auch sehr lang am Stock belassen werden kann und sich extrem gut für die Prädikatswein-Süßweinproduktion eignet. Wenn von euch zu Hause jemand im Hausgarten Rebstöcke pflanzen möchte und selbst vielleicht etwas Saft oder Wein produzieren möchte, dem kann ich den Blütenmuskateller ganz besonders ans Herz legen. Einerseits hat er wirklich ein geniales Aroma, das merkt man schon beim Lesen. Bei der Ernte selbst hat man einfach die ganze Zeit ein wirklich duftiges, angenehmes Aroma in der Nase. Und genau das merkt man dann auch später bei der Verarbeitung. Und durch die Säure, die er trotzdem mitbringt, ist er einfach unkompliziert und macht Spitzenprodukte. Unter den vier neuen Sorten ist auch eine blaue Traube dabei, und vor der befinden wir uns jetzt hier, und das ist der Pinot Nova. Pinot Nova heißt neuer Burgunder. Vergleichen kann man ihn mit dem blauen Burgunder, das ist auch ein Elternteil dieser Sorte. Im Vergleich zum blauen Burgunder aber
hat der Pinot Nova erstens mal wieder tolle pilzwiderstandsfähige Eigenschaften. Er ist Botrytis-resistent, Peronospora und Oidium-resistent. Die Botrytis-Resistenz kommt sicher zum Teil auch wieder dadurch, dass er einerseits eine kleine Traube, aber vor allem keine Beeren macht. Die, denke ich, wirken sich auch sehr positiv auf den Farbgehalt der Weine dann aus. Die Farbe im Rotwein, die kommt ja bekanntlich aus der Schale. Und bei kleinbärigen Trauben hat man natürlich einen höheren Schalenanteil als bei großbärigen. Und gerade der Blauburgunder, der ist ja bekannt dafür, dass die Weine nicht sehr intensiv, dunkel, kräftig in der Farbe sind. Und das ist bei dieser Sorte Pinot Nova sicherlich besser. Ähnlich wie die Sorten zuvor bringt auch diese Sorte wieder eine sehr hohe Winterfrostresistenz mit. Ganz einfach, weil wir auch hier im August jetzt schon wirklich eine spitzen Holzreife haben. Auch das macht diese Sorte einfach besonders robust. Im Gegensatz zu den Sorten, die wir euch bevor vorgestellt haben, hat jetzt der Pinot Nova etwas weniger Säure. Das stört aber bei einem Rotwein absolut nicht. Auch diese Sorte ist dafür geeignet, langlebige Weine zu produzieren. Last but not least möchten wir euch jetzt auch noch den Donau-Veltliner natürlich nicht vorenthalten. Diesen vergleichen wir jetzt mit der österreichweit meistgepflanzten Rebsorte, dem Grüne Veltliner. Der Donau-Veltliner, der reift etwas früher wie der Grüne Veltliner, hat auch etwas weniger Säure. Hier liegt also schon mal ein Unterschied zu den anderen Piwi-Sorten, wie zum Beispiel dem Donau-Riesling oder dem Blütenmuskateller, die ja tendenziell mehr Säure gehabt haben wie ihre Vergleichspartner. Der Donau-Veltliner, der bringt aber wiederum spitzenmäßige Pilzwiderstandseigenschaften mit sich. Er ist sehr gut Oidium, Peronospora und Botrytis fest, hat wiederum eine eher lockerbärige Traube, nur mittelgroße Beeren. Die Trauben selbst sind sicherlich größer als wie beispielsweise bei einem Pinot Nova. Insgesamt aber im Vergleich mit anderen Qualitätsrebensorten auch nur durchschnittlich groß. Beim Donau-Veltliner sehr auffällig, das sind seine wirklich, wirklich großen Blätter. Wenn ich mir beispielsweise das hier anschaue, das ist eigentlich so groß wie meine große Hand ist. Vielleicht auch durch diese hohe Blattmasse und Assimilationsfähigkeit hat er ein sehr starkes Wachstum und trotz dieser Eigenschaft bringt er wirklich eine hervorragende Holzreife mit sich und die bedingt dann wieder eine sehr, sehr gute Winterfrostfestigkeit. Also das sind Eigenschaften, die man in dieser Kombination nicht sehr häufig trifft. Die Aromatik des Donau-Veltliners, die ist mit dem grünen Veltliner nur bedingt vergleichbar. Einerseits bringt er dieses typische Pfefferl, was man dem grünen Veltliner zuschreibt, nicht mit. Er ist sehr ausgeglichen in der Aromatik, etwas süßer als der grüne Veltliner, hat auch etwas weniger Säure, ist früher reif, ist auch vom Ertrag her nicht ganz so hoch wie der grüne Veltliner. Das macht ihn aber besonders für schlechte Lagen wiederum interessant. Ich habe mir jetzt für euch noch einen Spitzenfachmann, guten Freund, ehemaligen Schulkollegen zum Tisch geholt, der uns auch gleich Weine mitgebracht hat von den Sorten, die ich euch gerade eben vorgestellt habe. Hallo Bernhard, danke, dass du im Video mitmachst. Willst du dich vielleicht selber kurz vorstellen? Dankeschön einmal für die Einladung. Ich bin der Bernhard Schmid und wir sind da hier in der längsten geschlossenen Kellergasse in Hadres. Und wir haben eine Rebschule zu Hause. Ich muss sagen, ich bin in der Praxis sehr von den neuen Piwi-Sorten überzeugt, was die Anfälligkeit gegenüber den pilzlichen Krankheiten betrifft, aber auch die Weine überzeugen mich sehr. Also eben der Donau-Riesling ist dem Riesling sehr ähnlich. Der Blütenmuskateller überzeugt durch sein intensives Aroma und durch die Ähnlichkeit zum Blüten, zum gelben Muskateller. Und vor allem auch durch die Säure, die er trotz der hohen Zuckergradation immer noch behält. Du hast gerade die Resistenz angesprochen, die ja eigentlich das Hauptkriterium für diese neuen Sorten sind. Genau. Jetzt ist es so, dass Winzer normalerweise bei uns im Trockengebiet 6 bis 8 Spritzungen so im Jahr hat. Genau. Stimmt das? Ja. Bei Nicht-Piwi-Sorten. Wie viele Behandlungen würde jetzt ein Winzer oder ein Gärtner deiner Meinung nach benötigen, wenn er diese Sorten pflanzt? Also wir haben in der Praxis jetzt herausgefunden, 3 bis 4 Spritzungen reichen in der Regel aus, um die Piwi-Sorten, im Speziellen diese 4, genau, komplett gesund zu behalten. Dabei muss man beachten, dass man eine Vorblüte und eine Nachblütebehandlung macht und noch eine Traubenschlussbehandlung. Und ganz wichtig ist eben die Blüte, weil da ist der Rebstock sehr empfindlich gegenüber dem Eintritt von Krankheiten.
weil jede Blüte, wenn sie abgeblüht ist, ja auch eine kleine Wunde hinterlässt. Genau, ja. Und die ist dann wiederum anfällig. Richtig. Okay, spitze. Das heißt, wir sind schon mal auf 50% oder etwas weniger Pflanzenschutz herunter, genau, im Erwerbsweinbau. Wie würdest du diese Sorten für den Hausgarten beurteilen? Benötigt man da überhaupt Pflanzenschutz? Also ich sage mal, in einem normalen, durchschnittlichen Jahr benötigt man eigentlich gar keinen Pflanzenschutz, weil natürlich der Krankheitsdruck gar nicht so groß ist. Genau, macht einen riesen Unterschied, wenn ich ein paar wenige Rebstöcke habe, die vielleicht auch noch resistent sind. Oder wenn ich in einem Weinberg mit zigtausenden Rebstöcken um mich herum bin, wo auch nicht resistente Sorten drinstehen. Genau. Und es ist so, im Weingarten ist so ein Minimalaufwand am Pflanzenschutz fördert die Widerstandsfähigkeit. Mhm. Deswegen ist die sind drei Spritzungen zu empfehlen. Es ist aber in der Praxis schon in einem trockenen Jahr sehr gut durchgekommen und herausgekommen, dass man einfach mit null Pflanzenschutzspritzungen zu einem guten Erfolg kommt. Weiters ist noch dazu zu sagen, dass diese pilzwiderstandsfähigen Sorten sehr widerstandsfähig gegenüber den Pilzkrankheiten eben sind, aber gegen die tierischen Schädlinge nicht. Mhm. Und es ist eben empfehlenswert, dass man gegen die zweite Generation vom Traubenwickler, das ist der Sauwurm, dass man diesen bekämpft, und dabei kann man auch gegen den echten und falschen Mehltau gleich ein Mittel mit einsetzen. Sicher, bietet sich an, hat man mit einer Anwendung alles abgedeckt. Genau. Okay, dann würde ich jetzt einfach einmal sagen, machen wir uns ans Verkosten. Ich bin schon echt gespannt, wie die Weine schmecken. Mit welchem möchtest du anfangen? Ich darf mit dem Donauriesling starten. Mhm. Prost. Prost. Wie würdest du den jetzt bewerten? Also, ich habe mir gesagt, der hat einen feinen Duft, eine feine Aromatik, ist sehr kräftig ausgebaut. Ja, ist ein 2018er Jahrgang, also noch jung. Und wir haben 12,5% Alkohol, ein bisschen stärkerer Wein, also da sieht man, dass er eine höhere Zuckergradation beim Lesen gehabt hat. Mhm. Kräftig, hat eigentlich wirklich Körper. Genau. Der Wein ist ja auch nicht ganz trocken, der hat ja noch einen merkbaren Zuckerrest. Ja, der Wein ist halbtrocken und man merkt, der hat so 8 bis 9 Gramm Restzucker, und das merkt man in der Breite vom Wein. Mhm. Wie würdest du ihn jetzt im Vergleich zu einem klassischen Riesling sehen, von der Aromatik her? Wie gesagt, der ist ein bisschen fruchtiger als wie der normale Riesling, und von der Säure ist ein bisschen vielleicht besser eingebaut, und er ist dem normalen Rhein-Riesling eigentlich ziemlich ähnlich im Geschmack. Ich würde jetzt auch sagen, es gibt andere Weine, das werden wir vielleicht nachher auch gleich noch sehen, wie ein Donau-Veltliner, der sich vom grünen Veltliner im Geschmack deutlich mehr abhebt, wie der Donau-Riesling vom Rhein-Riesling. Genau. Und ich finde auch, also die Säure ist deutlich spürbar, die ist einfach präsent. Ja. Am Gaumen, man ahnt sie schon in der Nase, wenn man ins Glas riecht. Es ist einfach wirklich eine präsente Säure da. Mhm. Hochinteressant auf jeden Fall. Was können wir als nächstes probieren? Als nächstes würde ich den Blütenmuskatel empfehlen. Ja. Also jetzt haben wir den Blütenmuskateller im Glas. Genau. Dankeschön. Da merkt man in der Nase gleich das Blütenaroma. Ganz andere Aromatik wie vorher beim Donau-Riesling. Der hat eben wirklich diese Holundernoten, die man einem klassischen Muscatella zuschreibt, aber auch noch etwas anderes dabei, eben diese klassischen Blütenaromen. Ganz genau. So passt eigentlich irrsinnig gut zusammen und harmoniert. So ein bisschen noch exotische Aromen hat er auch noch dabei. Wie würdest du den Wein jetzt beschreiben? Ich habe gesagt, der hat noch eine freche Säure und eine vielschichtige Aromatik. Macht Lust auf mehr. Definitiv. Also ich muss jetzt sagen, der Blütenmuskatella ist eine hochinteressante Sorte. Wenn ich da jetzt hineinrieche, der weckt einfach Interesse und hat Potenzial. Ich habe eigentlich eher gute Erwartungen an ihn gehabt, und der überrascht mich jetzt noch einmal positiv. Ja, also
Da ist wirklich die ganze Breite vom Lesen bis ins Glas sehr aromatisch und man weiß gleich, was man liest. Ja. Wirklich schön. Du hast dann einen dritten Wein mitgebracht. Ja. Das ist der Donau Veltliner und eben aus dem grünen Veltliner gekreuzt. Der hat eben ein bisschen mehr Zuckergehalt immer beim Lesen und ein bisschen weniger Säure. Und wie gesagt, ist auch perfekt als Jungwein geeignet. Danke, Prost. Prost. Der dritte Wein und ein drittes Mal jetzt eine wirklich eigene Aromatik. Mir ist auch schon beim Einschenken gerade aufgefallen, der hat deutlich mehr Kohlensäure als die beiden vorigen Weine. Ja, ich würde sagen, den hat der Winzer ein bisschen anders ausgebaut, dadurch kommt diese erhöhte Kohlensäure zustande. Mhm. Wie würdest du jetzt die Aromatik beschreiben im Vergleich zum grünen Veltliner? Also, ich habe gesagt, das Aroma geht in die grüne Veltliner Richtung, aber so richtig das Pfefferl, das den grünen Veltliner auszeichnet, hat der Donau Veltliner nicht. Ja, mit der Beschreibung könnte ich sehr, sehr gut leben. Ich finde aber trotzdem die Aromatik sehr rund, sie passt einfach, sie ist stimmig, sie ist harmonisch. Gerade mit dieser jugendlichen, frischen, vielleicht ein bisschen frechen Ausbauweise des Winzers passt sie einfach gut zusammen. Mhm. Es ist ein harmonisches Produkt. Und ein bisschen weniger Säure hat dieser Wein auch jetzt da. Definitiv, also wäre wahrscheinlich nicht die erste Wahl, wenn man jetzt Spätlesen sehr reife Weine ausbauen möchte mit hohem Zuckergehalt. Genau, aber dafür ist er perfekt für Jungweine geeignet, finde ich. Mhm. Ja, gefällt mir einfach wirklich gut, ist stimmig, ist rund, so wie bei den anderen beiden Sorten auch. Ja. Diese haben jetzt aber, um das nochmal hervorzuheben, eben deutliche Vorteile in der Bewirtschaftung. Diese Sorten sind auch perfekt für den Hausgarten geeignet, weil da hat man keinen Krankheitsdruck und somit benötigt man da eigentlich gar keinen Pflanzenschutz. Geniale Sache. Für euch zu Hause, wenn ihr diese Sorten bei euch im Garten pflanzen möchtet, ich verlinke jetzt einfach mal oben in der Infokarte unseren Webshop, wo ihr diese Reben auch bestellen könnt. Bernhard, Rebschule Schmidt aus Hadres, die ist natürlich auch verlinkt unten in der Infobox. Wer größere Mengen benötigt, wer Winzer ist, schaut am besten auch bei ihm vorbei. Er ist spezialisiert, macht eine Spitzenqualität. Wir haben auch selber schon von dir einiges gepflanzt. In diesem Sinne, wir wünschen euch hoffentlich viel Spaß, wenn ihr schon bald einmal diese Sorten verkosten könnt. Viel, viel Spaß mit euren Reben im eigenen Garten. Wie man sie richtig pflegt und schneidet, das haben wir für euch schon in mehreren Videos abgedreht. Eine kleine Playlist verlinke ich euch jetzt auch oben in der Infokarte. In diesem Sinne, heute mal nicht schöne Grüße aus Pulsdorf, sondern aus der schönen aus der wunderschönen Kellergasse in Hadres. Prost! Prost!